Also gut, Freunde, willkommen zurück auf einen weiteren Part zu One Piece Odyssey Part 3 an der Stelle. Ich begrüße euch recht herzlich dazu. Und zwar bin ich jetzt auf der PC-Version. Das heißt, wir haben kurz gerusht. Die Demo geht bis hierhin. Ab nun kommt wieder komplett neuer Stuff für mich. Wie findet ihr Ruffy? Es buggt einfach. Keiner weiß. Was aber kurz gucken wollte ist... ja, guck mal, das hatte ich schon. Ah ja, genau, lass mal kurz hier so Abzeichen verteilen, die ich schon hab. Mumm können wir zum Beispiel einfach mal verteilen an jemanden. LP-Angriff. Ich geh mal Zorro-Angriff. Bam, einfach rein. Chopper. Gebe ich mal LP einfach. Und. Achso, was habe ich noch hier? Chopper. War Chopper. Hier mal LP. Und das geben wir einfach mal kurz Sanji. Das ist Hauptsache alle was haben. Genau, lass kurz speichern, dann können wir ab hier jetzt, wie gesagt, weitermachen. Okay. Gut, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und wie schnell wir zu einem Arc kommen. Das können wir wahrscheinlich noch nicht benutzen, oder? Ah, Markierung, ja, okay. So, jetzt. Let's go! Ist der aus der Höhle? Er sagt... Chopper muss dolmetschen, Alter. Er sagt, hey, ich bin Sabei, aber alle nennen mich Dr. Sabei. Ich hasse Piraten, aber ihr habt mich gerettet. Dafür möchte ich euch etwas schenken. Stones. Was hast du da überhaupt gemacht? Ich habe Informationen über die Inselbewohner gesammelt. Das mag ich. Ich mag den. Fledermäuse mag ich allerdings nicht. Ich bin verschwunden, damit ich nicht gefressen werde, aber ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Okay. Hier, bitteschön. Das ist eine Kopie meiner Enzyklopädie. Liest sie euch mal durch. Okay. Dr. Sabeis Enzyklopädie. Wenn du Würfe mit Aufzeichnungen von wichtigen Leuten und Gegnern erhältst, werden diese der Enzyklopädie hinzugefügt. Du kannst sie dir daraufhin im Lager ansehen. Würfe mit Aufzeichnungen werden von Gegnern fallen gelassen und können mit Observationshaki entdeckt werden. Ah, okay. Einmal weg. なかなか面白そうなものをくれ。うん。レッツ。あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あらま。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。 Ah, ich wollte kurz gucken, ob ich mehrere Würfel habe von den anderen Chars. Was hier? Oh! Zu Chopper wechseln. Wir können ja nicht durch, aber Chopper kann durch. Let's go! Oh, man! The Legend of Chopper! Wo sind die Karte? Oder wo ist die Karte? Ah, okay. Lichtsäule. Gibt's hier einen Fight oder was? So, was ganz kurz. Ah, das ist eine Truhe. Ich wollte kurz gucken, ob ich Würfel für die anderen habe. Eins von vier, aber nur bei drei bringt es was. Was ist das? Das sind Feldfähigkeiten. Genau, genau, genau. Kurz gucken, da habe ich nur einen. 0, 1, 1, 1, 1. Okay. Können wir so weitermachen. Dr. Chopper, Tony Chopper. Mögt ihr Choppers neues Design oder feiert ihr sein altes Design mehr? Von Chopper. Altes? Altes war schon verrückt, also wirklich richtig gut.
Warte mal, ich kann doch wieder zu Luf, ne? Fat Job, Best Job. Liegt da unten was? Nee. Aber hier oben liegt was. Ja, das soll ich das mal mit so plump und so. Wieso kann ich da nicht. Kann ich runterspringen? Wieso kann ich nicht runterspringen oder direkt runterlaufen? Ich muss dahin mich platzieren und dann eine Taste drücken. Das ist so, why? Was mache ich mit plump? Ist das ein Portal oder was? Kraftsuit. Guck mal, da ist auch eine Truhe. Was ist das? Binnenmeertafel erhalten. BD. Ja, was ist das? Basis-Item oder was? Ja. Eine Tafel vom Ringmeeresarm. Was darauf geschrieben steht, ist auch unbekannt. Okay. Ja. Jujutaro Karma. Was glaubt als Fit? Warte kurz. Wahrscheinlich ist das zum Chaven. Schalten wir ein bisschen auch noch frei. Ah, da unten liegt auch was. Yes, alles gut bei dir? Dankeschön. Dir ebenso. Schönes neues Jahr. Grüße gehen raus. An dich auch, Mann. God of War sieht irgendwie etwas anders aus. Kappa. God of Gal. Aber versucht denn das One Piece Game Open World zu sein? Ich denke nicht, ne. Ne, ich denke nicht. Das ist auch nicht. Ist als Open World betitelt? Ich glaube nicht, oder? Das würde mich. Nee. Also Open World ist auf jeden Fall nicht. Es hat Gebiete. Es sind Gebieten unterteilt, sieht man ja ganz gut. An der Karte auch zum Beispiel. Oder? Ist nur JRPG, ja, ein JRPG halt, genau. Stell dir ein One Piece Spiel mit Zoro vor im Stil von Elden Ring oder Sekiro oder Ghost of Tsushima halt. Und Ghost of Tsushima, der Charakter, hat ja auch die Stimme von Zoro. Das kommt den am nächsten, meiner Meinung nach. Das ist richtig geil, das Game. Also die Final Fantasy, genau richtig, genau. Final Fantasy, Dragon Quest. Genau, mit solchen Spielen kann man das vergleichen. Das Beste an dem Game ist aber definitiv, dass ein Auto-Button hat. Es ist so geil, ihr wisst es gar nicht. Das ist brutal, ey. Das ist der Hammer. Suchen das von Tiefels. Nur ein bisschen leveln, Gegner besiegen, annehmen. Kann ich da runter? Ja, Mann, wir können dahin. Geil. Ja. Bei Bossfights hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Was meinst du? Autobahn oder was? Annehmen. Das sieht doch eigentlich schon aus, als würde hier so ein Boss erscheinen, oder nicht? Findet ihr nicht? Aber nee. Panikstein? Ach, warte, muss immer noch. Das ist ein Grab einfach. Warte mal, ich muss immer noch die Teile von der Sunny finden, oder was?
Was hat... Was hat Sanji gerade gesagt? Genau, wir sind jetzt schon weiter als die Demo, richtig. LOL, wir brauchen Schlüssel dafür. Muss doch hier irgendwo rumliegen. Ob das Game besser als die Demo ist? Wahrscheinlich, vielleicht optisch, weil ich auf dem PC bin und alles hochgeballert habe. Falls du das mit besser meinst. Genau, ist die PC-Version. Zuckerspur? Oh, ich dachte, es ist ein Schlüssel. Ich meine, irgendwo sollte ja der Schlüssel liegen, oder nicht? Wie komme ich da hin? Das ist ein Gegner. Kann einer von meinen Crewmitgliedern schwimmen? Jinbei habe ich doch nicht. Also aktuell denke ich nicht. Oder kann ich hier rüberlaufen, ne? Brook läuft über Wasser. Den haben wir beide immer noch nicht gefunden. Schlitzer, Türschneider, Blitz, Blüte, Schlag, Klopfer. Ne. Naja, wir machen weiter. Ab auf der PS5 FPS Drops? Echt jetzt? Macht Lust zuzuschauen. Ja, wie gesagt, ich. Das ist ja das, was ich meinte. So Backseat Gaming. So schön gechillt, rundenbasiertes Gameplay mit Autobutton auch noch. Wir können quatschen. Ist wie eigentlich. Theoretisch könnten wir auch Dokkan spielen, das wäre dasselbe so. Wisst ihr, was ich meine? Ist aber mal was anderes außer Dokkan zum Glück. Deswegen, ich nehm's auf jeden Fall. Ah, da unten liegt was. Vielleicht ist das Schlüssel. Rings. Naja. Brook ist ja auch tot. Johohoho. Joh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 
Du kannst an Lagerfeuern ein Lager aufschlagen, indem du Kochen, Trinkbällchen herstellen kannst. Accessoires verschmelzen, Kleidung wechseln, feiern und die Enzyklopädie ansehen kannst. Ja! Wenn du Feiern auslädst, werden alle LP wiederhergestellt und das Lager wird nach der Zwischensequenz abgebrochen. Geil! Wir müssen auch Brook finden, by the way. Ja, wo ist Frankie? Repariert er das Schiff immer noch? Adio. Adio. Nami will etwas wissen. Nanda. Lim, warum hast du die Piraten so sehr, die Lim? Die Tiere der Insel halten sich von Lim fern. What? Sie müssen instinktiv spüren, dass sie gefährlich ist. Allerdings gab es einen einzigen Papagei, der sie mochte. Ein Papagei, wo ist er jetzt? Er wurde offenbar von Piraten getötet, die hier gestrandet sind. Das war, bevor ich ankommen bin. Wie furchtbar. Lim war außer sich. Sie hat ihre Fähigkeiten in Würfeln versiegelt und sie dann von der Insel vertrieben. Ah ja. An einem der Strände befindet sich ein kleines Grab. Ach, da waren wir gerade. Das war der Papagei. Ah, jetzt verstehe ich, warum du Piraten hast. Naja, das ist schon lange her. Mittlerweile ist die Insel auch mein Zuhause. Ich lasse nicht zu, dass gestrandete Piraten hier tun und lassen, was sie wollen. Wir sind Piraten, du lässt uns hier chillen, also laber keinen Käse, Mann. Komm her, Faustkampf 1 gegen 1. Wir haben unsere Kräfte zurück, Zeit für eine Party! Gruppeneffekte. Schmeiß eine Party, um sämtliche LP wiederherzustellen. Die erhalten Erfahrung für 10 Kämpfe, um 30% zu erhöhen und die Chance auf kritische Treffer zu verfünffachen. Was übertreiben die? Die durch die Party aktivierten Effekte und die Flammendauer werden im Kampf... Was übertreiben die bitte? Gib doch gleich... Lass doch gleich Spiel durchspielen. Gib ihm einfach Fitness einen Buff. Schmeiß eine Party! Lass erstmal mit allen reden, oder? Oi, Usoppo! Es ist beeindruckend, dass Adio ganz allein so ein großes Haus bauen konnte. Aha, du bist auch ein Lappen, du kannst auch nichts. Zoro, lass mal einen trinken. Ich habe das Gefühl, dass es auf dieser Insel auch ziemlich Verrückte gibt. Okay. Oh, Nami, das geht. Wir kriegen unsere Kräfte zurück, wenn wir die Würfel sammeln. Genau wie Adio sagte. Halt, okay. Joho! Ich warte einfach hier auf euch. Alles klar. Robin, was ist das für ein Licht, das bis in den Himmel reicht? Wirklich seltsam. Naja. Adios Haus ist so cool. Es sieht wie ein Schiff aus. Oi, Sanji. Wenn die Reparatur eine Weile dauert, sollte ich Frankie etwas zu essen bringen. Ja, das ist ja nett. Das ist ja auf jeden Fall nett. Und, warte. Beruhig dich erstmal. Okay. Ja, natürlich nicht hier wieder weg. Enzyklopädie. Erinnerungsverlauf. Gar nichts. Eicherchen. Maus, Fledermaus, okay. Juckt kein. Ich konnte hier rein, richtig. Ja. Kleidung wechseln? Oh. Das ist die Standardkleidung. Aber das sind. Die habe ich jetzt gehabt. Ist das Ding so gekingt? Nee, oder? Warte mal, wieso sehe ich nicht, wie das aussieht? Lass mal anziehen. Ja! Aber es buggt halt gerade noch auf dem PC. Lalalala, gibt euch was. Oh my big booty. Geil. Robins. Ja, zeig mal, wie die aussieht. Mein Gott. Water 7, Robin. Boah, krank. So, wird Juli die normale Robin nehmen. Normal ist schon geil. Die ist, ja stimmt, die ist geil. Das war Ruffy sehen. Ah, das ist OG Ruffy, ja. OG ist cool. Zoro. Was? Sogar mit Ding? Pre-Timeskip. Ohne Narbe. Nein, ich will normalen Zoro haben. Neue Welt, der ist viel cooler. Genau der. Nami? ADF! OG Nami ist cool. Lissop? Ah, das ist das normale Bauernkleidung. Weg damit. Sogeking-Kleidung. Das ist cool gewesen. Okay! Wenn jetzt OG Chopper kommt. Brutal.
Aber wir sehen gar nichts. Chopper, wo bist du? Chopper? Alter, doch! Ist es OG Chopper? Oh, meow! Hallo, wie cool er ist! Warte mal, Ding Robin war auch sexy, Alter. Wir nehmen die andere Robin, die war krank. Oh, sexy lady. I like your flow. Wo ist sie? Komm her. Ja, es ist krank, Alter. Guck mal. Alter, what? Das ist brutal, Alter. You know, this is it. Okay, habt ihr Lust auf eine Party? Let's go. Eine Party schmeißen. Das Game ist okay, ist in Ordnung. Kann man entspannt spielen, sag ich mal. Ich finde das Kampfsystem zum Beispiel ganz nett. Ich find's gut. Ich mag solche Spiele. Ist aber sicherlich nicht für jedermann. Name im alten Fett ist langweilig. Ne, die ist cooler. Ich fand die cooler. Die aus ihrem Arc gegen Arlong. Das war krank, Alter. Ey, wo sind alle hin? Hallo? Mina? Ah, okay. Warte mal, das heißt, ich hoffe, nach den Arcs schalten wir auch die Kleidung von den jeweiligen Arcs frei. Zum Beispiel aus der Dressrosa oder so. Das wäre geil. Frankie konnte eine Brücke bauen, wenn er hier wäre. Ah, aber der ist nicht da. Okay. Hey! Jo, ich hab doch die Kleidung gewechselt von denen. Willst du mich verarschen? Ich hab eure Kleidung gewechselt. Was soll das? HDF? Hält dein Ernst? Oder war... Hä? Was soll das? Nach der Party haben die es umgezogen einfach. What? Why? Ah, ich bin gerade nur spielbar. Warte mal, Ruffy? Ja, der ist ein OG, ja. Zählt das nur für spielbare Charaktere, oder was? Stimmt. Stimmt, das waren jetzt gerade NPCs. Kein Sinn, warum wir da hin und her geswitcht. Ah, wir gehen jetzt zu dem Koloss. Hey, zieht eure Klamotten wieder an, Mann! Was soll das? Alter, und jetzt habe ich wieder die anderen Klamotten. Ey, das finde ich schon, als ob das so schwierig ist, die Klamotten beizubehalten bei den Cutscenes. Why? The Legend of 5 Jahre in Entwicklung, alles klar. Keiner weiß. Ja, okay, wenn sie spielbar sind, haben sie wieder ihre OG-Klamotten. Okay. Streams 5 Jahre. Anonile, I'm the girl, I just hit the bit of flop, mob stress, there's a lot of things we need. Waren wir auch eigentlich auf der anderen Seite, also links? Waren wir links? Waren wir da? War dieser Affe dort? Was machen die da? Sie sagen, feiern inmitten von Pilzen macht so viel Spaß. What? Alter! Aber wieso kann ich dich teilen? Lol, lass mich verarschen. Okay. Ja, ey, muss ehrlich sagen, die machen richtig komische Geräusche. Richtig aggressiv, gruselig. Aber beste Leben, Autobutton, gebt euch. Hammer. Was geht, Lauren? Alles fit? Oh, rein, Lord.
Wir könnten theoretisch noch eine Runde drehen und leveln, eigentlich, bevor ich zum Koloss gehe. Ich weiß gar nicht, ob ich ready bin für den. Aber ich sollte... Mein Party-Buff geht jetzt aber weg, gell? Vielleicht sollte ich einfach direkt zum Boss gehen. Ja. Oh, jetzt habe ich nur noch 7 Runden Party-Buff. Habt ihr Lust auf eine Party? Wir gehen mal sofort rein, oder? Aber mich würde interessieren, was links ist, ob wir links waren. Ich denke nicht. Ich einfach Trash talken. Die schlafen ja einfach. Gewitterwolkenklippe. Stimmt, wir müssen auch noch unsere Würfel sammeln, also ist eigentlich immer gut, ein bisschen Ausschau zu halten. Ja, F auf den Party-Buff. Wir gucken uns ein bisschen um. Classic Luffy. Ja, man kann die Klamotten wechseln. Guck mal, ich habe auch Classic Nami. Und OG Robin auch. Genau. Olle, guck mal. Deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass wir noch weitere Klamotten bekommen, weitere Skins in, aus den weiteren Arcs. Alabaster oder so, Alter. Das ist brutal. Heute nur One Piece, ja. Ja, wir machen das. Wir tun ein bisschen Level und so, entspannt. Darf ich das Game da checken ab, was so geht und was nicht. Safe, bin ich dabei. Dann will ich aber auch schon fast eigentlich erstmal in die andere Richtung gehen wollen. Definitiv. Das, solche Spiele, ich erkunde halt bei solchen Spielen übertrieben viel immer. Aber ich finde, sowas macht es auch bei solchen Spielen aus. Nami-Skin vor ihrem Buff, ja. Sanji mit seiner Sonnenbrille mit den gelben Gläsern als Mr. Prince, bitte. Oh, wo war das? Was war das? Welches Skin war das nochmal? Welches? Woher war das Outfit? Nami, Robin, Wano-Fit ist krank. Ja, die sind auch gut, definitiv. Ey, Autobutton ist so genial. Ich feiere das gerade so. Das ist so entspannt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, ob ich übertreibe, aber für mich ist einfach nur genial. Einfach nebenbei spielen, ein bisschen quatschen so. Alabaster mit Sonnenbrille. Boah, okay, geil. Ich hoffe, der erste Akt ist auch direkt Alabaster, Mann. Ich will Crocodile sehen. Ich feiere Crocodile so hart. Ich die Grafik finde in Ordnung. Ich finde sie in Ordnung. Ist halt ein Anime-Spiel, ne? Also ich finde es nicht schlecht. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es nicht schlecht. Crocodiles Schimmel ist heftig. Ja, das ist krank. Leute, was sagt jetzt der Crocodile-Theorie? Dass der eine Frau war. Und Ivankov sein Geheimnis nur kennt. Was sagt ihr dazu? Ich könnte mir das schon vorstellen, ohne Witz.
Das könnte ich mir vorstellen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass er Ruffys Mutter ist. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber dass er eine Frau davor war, könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall. Oder macht ja sehr vieles aus dem echten Leben. Er übernimmt ja sehr vieles aus dem echten Leben. Gesellschaftliches, ne, Ränge, System, Marine zum Beispiel, die Ältesten, die Aristokraten, was weiß ich, Rassismus mit den Fischmenschen zum Beispiel, da, deswegen so Transgender mit, könnte ich mir auch vorstellen. Hatte schon so mit Ivankov und so mehr oder weniger, ne? Deswegen kann ich mir da echt vorstellen, ne? Ja, Ruffys Mutter denke ich auf jeden Fall auch nicht, aber Frau könnte sehr gut sein. Ich würde mal gerne in die andere Richtung gehen, okay? Wir haben ja Zeit. Mal gucken, was auf der anderen Seite der Karte ist. Und falls ihr irgendwas seht, was ich verpasst habe, gebt Bescheid. Ach komm! Das ist wirklich ein brutaler Kritikpunkt. Ich hasse es. Hört auf, mich einzuschränken. Ich will nicht immer nur der Hauptstoryline folgen. Lass mich doch links, rechts leveln oder so. Ich hasse das. Ich hasse das. Überleg mal, Pokémon wäre so. Hey. Naja. Bonchan MVP. Oh, was da oben? Guck mal! Was ist das? Ich finde das aber so dumm, dass bei den Cutscenes sie dann ihre anderen Outfits haben. Das entfremdet einen. Zum Beispiel bei God of War oder bei allen anderen Spielen. Die Ausrüstung, die du hast, die hat er auch in der Cutscene dann. Das ist doch nicht so schwer. Warum haben die eine andere. Warum haben die andere Skins auf einmal? Einen anderen Outfit? Ich verstehe das nicht. The Legend of 5 Jahre in Entwicklung. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Vielleicht 5 Jahre mit 2 Jahre Pandemiepause. Dann sage ich nichts. Ja, die haben einfach zack Pause gemacht. Keiner weiß. Boah, der Robin ist krank in dem... Hey. Alef. Was die Lieblings-Zelda-Teil? Du, ganz ehrlich, das habe ich mich gestern gefragt, weil ich war gestern total in Zelda-Stimmung. Ich müsste eigentlich schon Breath of the Wild sagen, Mann, wirklich. Breath of the Wild fühle ich am meisten. Ja. Boah, ey, da oben geht's ab, Leute. Ich sag's euch. War das auch so eine Sache? Wieso kann ich nicht einfach runterspringen? Hallo? Tears of Kingdom, darauf freue ich mich sehr. Das ist das, was ich am meisten... Also das ist das Spiel, worauf ich mich am meisten dieses Jahr freue. Tears of Kingdom. Teures Parfüm einfach. Alles klar. Tears of Kingdom werde ich auf jeden Fall Let's Playen, ja. Ja.
Die Sache ist die Tears of Kingdom. Ich hoffe, die packen den klassischen Zelda-Move aus. Klassisch. Und ballern Tears of Kingdom sowohl auf der Switch als auch auf der neuen Konsole, wenn die neu kommen sollte. So mit Twilight Princess und Skyward Sword zum Beispiel. Ich hoffe es wirklich. Weil, Alter, hört auf. Wir haben doch letztes Mal so einen Mod gesehen für Breath of the Wild in 4K. Wie geil und 60 FPS, wie geil und smooth das war. Bitte, warum? Macht das einfach. Switch ist schon veraltet, ja, finde ich auch. Ganz kurz meine Boys abchecken. Ob ich irgendwelche. Oh, zack. Ja, guck mal, das. Warte mal, stopp. Ey, Rufy, Ruff, ruhig mal. Wir können wieder das hier. Ey! Hallo? Kann ich das nicht jetzt auf 3 erhöhen? Nein, sieht nicht so aus, gell? Nee. Krass, why? Vielleicht, wenn ich erst so. Achso, mir fehlt hier noch eins. Komisch. Ich glaube, ich von der anderen so viel. Von Ruffy am meisten. Außerdem, wo zum Teufel ist Brook? Er ist einfach immer noch nicht da, die Legende. Wo ist Brook? Ah, was für eine schöne Aussicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Winterwolkenruine. Oh, hier ist der Donnerkoloss. Okay. Aufpassen, sonst werden wir von der mächtigen Barriere verletzt. Wovon zur Hölle redest du da? Hey. Ja, Ruffy juckt's eh nicht. Elektrizität. Das juckt ihn nicht. Inlet-Style. Kommt alle. Okay, frech. Aber Hardcore gegen Enel damals gewesen. Das war so witzig. Das war so witzig. Hi, was gab's? Danke für deinen Raid. Habt ihr auch One Piece gezockt? Steam Deck gleich Switch sei, das müssen die mindestens liefern. Ja, fühle ich. Fühle ich. Also jetzt. Ah, wir haben nur. Achso, wir haben erstmal so eine kleine Dungeon und dann gehen wir zum Boss. Okay. Okay, okay, okay. Enel hätte Ruffy auseinandernehmen müssen. Ja, ja. Aber Ruffy war halt Hardcounter. Hardcounter und Plot Armor. So, Leute, jetzt. Damit können wir immer noch nichts anfangen. Okay. Was sind das für Ruinen? Ja, das fragt sich natürlich, ne? Nico Lobin. Was graben wir uns? Robins Fragment. Nehmen wir es an. Weser Forecasto. Geh doch runter, bitte einfach. Kann ich von hier runter? Die Melecht! Also, das gab. Nachher Melania, habe ich gehört. Wie ist das Game so? Echt wirklich entspannt zum Zocken, so einfach chillen, Autobutton geklärt. Also für mich als Content Creator ist richtig geil, wirklich. Aber so als Privatperson ist es, glaube ich, nicht für jedermann. Und das Ding ist so, rundenbasiert ist ja auch nicht für jedermann. Aber diejenigen, die rundenbasierte Spiele mögen, ich denke, für sie und One Piece Fans sind, das müssen wir auch noch betonen, und One Piece Fans sind, die könnten dem einen Versuch geben. Aber diejenigen, die so hardcore-rundenbasierte Fans sind, ich weiß nicht, ob die das positiv stimmen wird, weil
Außer vom Kampfsystem. Bis jetzt gibt die Welt und so nicht viel her. So, ja. Gibt ihr Pokémon-Vibes? Ja, ja, auf jeden Fall. Pokémon X Dokkan-Vibes. So, gechillt. Rundenbasiert. Ja, ja. すごい、この装置。雷音発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは。そうね。無関係ではなくちゃ。サニー号が飛ばされた時に見た、あの空のでっかい。あれは多分蜃気楼だと思ったから。 Laut Globku ist das Game ein kleiner Liebesbrief an One Piece, besonders sobald man in den Arcs ist. Ja, auf die Arcs freue ich mich auch. Und so einen Liebesbrief kann ich mir vorstellen, weil das Game kam noch zum Jubiläum. 25. Jubiläum, 30. ist? Welches Jubiläum ist gerade One Piece? 25, oder? Das ist ja ein tolles Gerät. Ja, ja. 25 genau, ja. Kommt das Jubiläum auch auf Global? Ey, apropos Jubiläum. Das wird brutal sein. Was kommt da auf JP? Keiner weiß. Unnütz. Keiner weiß. Das ist nicht die Demo. Das ist die Vollversion. Das ist vollwertiges Spiel. Oh, Robin, geil. Wenn ihr Paare bilden würdet von den Strohhütern, oder wenn ihr jedem einen Partner geben würdet, was für ein Paar würdet ihr bilden? Ganz klar Robin und Zorro. Robin und Zorro müssen zusammenkommen, Alter. Ganz klar, Robin und Zorro müssen zusammenkommen. Mir egal. Mir egal, Alter. Unbedingt, unbedingt. Nami und Chopper, HDF. Ich mag den, der eskaliert richtig. Ruffy mit Hancock. Alter, Ruffy, ich glaube, den juckt sowas gar nicht mal, ey. Einfach, Boa Hancock steht auf den. Würde Boa Hancock auf mich stehen, ich würde meine Seele verkaufen, Alter. GG, ich wäre einfach Maki-Massa, ich wäre einfach ein Hund. Es wäre vorbei, Jungs, ich sag's euch, wie es ist. Ey, das wäre so... Oh mein Gott, Alter. ADF. Warte, geht's da unten überhaupt weiter oder hier? Erstmal gucken, was hier war. Vom Ursula zum Ino, ja Mann. Ursula the Dog. Und Ruffy ist einfach kompletter NPC, Alter. Den juckt gar nichts. Warte mal, wen würdet ihr mit Franky verkuppeln? Franky ist übertrieben, der Ehrenmann. Alter, der Kampf gegen Senior Pink war brutal. Mit wem würdet ihr Franky verkuppeln? Ich weiß gar nicht, mir fällt da niemand ein. Hey, guck mal, da kommen wir mit Chopper rein wahrscheinlich. Chopper wechseln, ja. Gute Frage, mir fällt da gerade niemand ein. Ich würde vielleicht für Franky so eine starke Frau an seiner Seite, würde ich sehen. Nee, das ist die Vollversion, das ist nicht mehr die Demo. Franky x Big Mom. Ah!
Au! Alter, hör doch auf, einmal mit Big Mom oder was? Mama! Oh, Baby Five? Baby Five hat doch aber schon einen. Ina, wer war hin mit Black Maria? Alter, Frankie und Black Maria? Krank. Alter, wisst ihr, wen ich verkuppeln würde, aber nur aus Trotz, um zu sehen, wie er drauf klarkommt, oder aus Neugier? Sanji mit Ulti. Alter, der würde auf Ulti nicht klarkommen. Oder was cool wäre, das hat aber mein Herz, die Szene hat mein Herz gebrochen, Alter. Als, Whole Cake Island. Wie ist Big Moms Tochter nochmal? Mit den drei Augen. Als Sanji da mitgehört hat, wie die über ihn. Pudding. Als Sanji mitbekommen hat, was sie eigentlich wirklich über ihn denkt. Wie am Fenster war eigentlich mit den Rosen und dann. Oh, ich hab Gänsehaut. Zünde Zigarette an, geht nicht. Weil es regnet. Dreams seine Tränen. Hab diese Szene im Kopf und den Song I don't wanna know. Aber das neue Creepin vom Metro Album. GG, Leute. Feierabend, der Arme. Ich hab so geheult. Aber. Ja, ich weiß nicht so. Pudding, ja, hat Pudding dann nicht so. War sie dann doch nicht. Danach so. Ihm eher Ding gesinnt. Gut gesinnt. Vor allem nachdem er auf der Hochzeit trotzdem mir Komplimente gemacht hat oder so. Da war doch was, oder nicht? War jetzt beides frei. Ja. Wisst ihr das noch? Ja, deswegen so. Würdet, wenn ihr Sanji wärt, würdet ihr Pudding eine zweite Chance geben? Wenn sie jetzt kommt? Die sitzen. Jetzt scheiß mal auf Alter, das ist eh nur Anime. Weißer Pfanne, jemand von der 13. Monat, das ja Boy, Kuss geht raus. F mal darauf halt. Wir reden nicht, ich meine nicht dich, sondern ich rede Sanji. Wenn du Sanji wärst, Sanji, Pudding kommt zu Sanji, sagt hey so und so. Würdet ihr ihr eine Chance geben? Pudding hat ja auch geküsst, aber seine Erinnerung geraubt. Laber nicht! Das heißt, er kann sich gar nicht mehr dran erinnern, oder? Ah ja! Warte, aber an was kann er sich... Warte. Aber an die Szene, wo er geweint hat, wurde es auch gelöscht. Wurde alles gelöscht. Oh, das habe ich total vergessen. Nein, nur Kussszene. Ach so! Ah, ich muss mal wieder gucken. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Scaraborn, Elektrotypus. Ah, die Kussszene hat er gelöscht. Komplett Filmriss bei Sanji. Ja, Mann. War kurz vorm Ende. Ja, aber warte, stopp. Um nochmal zu der Frage zurückzukommen. Das heißt, die Szene, wo er geweint hat und gehört hat, was sie gesagt hat, weißt du das noch oder weißt du es nicht mehr? Da habe ich gerade einen Hänger. Das weiß er noch. Okay. Ja, siehst du? Okay. Best Teufel Jewelry, Bonnie. Bonnie ist brutal. Bonnie feiere ich auch auf jeden Fall. Bonnie ist brutal. Oh, ich muss aufpassen. Ich wollte gerade durchstarten, Digga. Ich muss aufpassen. Nein, nicht spoilern bitte. Nicht über Manga reden. Ich wollte gerade richtig einen aussuchen, Alter. Einfach Zoro und Hiyori in Wano. Sanji kam nicht drauf klar. Stimmt! Hiyori für Zoro! Zoro, Alter! Würdet ihr Zoro mit Robin verkuppeln oder mit Hiyori? Hä? Warte. Robin? Robin wäre schon. Ja, Robin würde ich brutaler finden. Aber Hiyori wäre auch cool. Die wäre auch cool. Okay, jetzt wartet mal.
welchen Boyfriend würdet ihr Robin geben? Nicht Robin, sorry, Nami. Wen würdet ihr mit Nami verkuppeln? Ich mach den Ehrenlosen. Along. Das wäre so ehrenlos. Einfach Along, Alter. Nach dem, was die mit ihm gemacht hat. Was er mit ihr gemacht hat. Kannst du ein Ziffer Robin? Okay, aktuell noch nicht. Okay, okay. Wir sollten gleich beim Boss sein. Crazy, der Osten. Nami kriegt, glaube ich, keinen ab. Ganz ehrlich, denke ich auch. Denke ich auch. Ich glaube, Nami kriegt wirklich niemanden ab. Die wird so solo unterwegs sein. Nami ist eher so die coole Tante so. Kusan wollte Nami abchecken, aber nicht. Echt jetzt? Robin geht nicht, glaubt, oder meinte keine Paare aus der Crew. Echt jetzt? Mal ehrlich, das ist bei One Piece aber wirklich hart unwichtig. Hey, das ist wichtig, Diggi. Na klar. Die Wahl der richtigen Waifu ist sehr, sehr wichtig. Okay, warte mal, warum ist der Säckel da? Ich will diesen Adios nicht. Was ist der? Wo ist der? Ah, der ist eh nur Gastcharakter. Beste, guck mal. Okay, mit denen gehen wir rein. Wir können erstmal so rein. Bei Bossfights mache ich die Autobahn weg, logischerweise, ne? Das wollen wir selbst spielen dann. Lore, ja, Alter, ja! Robin und Trafalgar Lore wäre auch der Hammer. Ohne Witz. Das ist auch brutal. Oh mein Gott, ich wollte wieder auspacken. Ich muss aufpassen wegen Manga, ohne Witz. Ich wollte wieder auspacken. Ich muss aufpassen. Yamato ist richtig cool. Robin ist meine Waifu auf jeden Fall. Das ist geil, Demon. Welche Backstory ich von den Schulden am besten finde? Boah, weiß nicht. Wir haben ja noch gar nicht so viel gesehen von allen. Okay, wir müssen erst auf die Leuchtgeräte ausschalten. Okay, let's go. Yeah. Nami's Backstory war... Ja, Sanji war... Ja, stimmt, warte mal, was habe ich? Wir haben schon ein paar bekommen, die heavy waren. Sanji sein zwar richtig emotional. Ich fand Sanji sein emotionaler als Nami's, definitiv. Sanji seine Backstory war sehr emotional. Vor allem, wir haben das so spät mitbekommen und wir wissen eigentlich, dass Sanji eigentlich so ein cuter Boy ist, eigentlich so ein anständig ist. Also, anständig. Aber dass er eigentlich wirklich so ein... Ja. Er hätte sowas überhaupt nicht verdient. Dann hat man seine Kindheit gesehen. Boah, das war echt hart. Vor allem mit der Mom und so. Das war hart. Aber ich muss sagen, Trafalgar Law, seine Backstory ist auch brutal. Law Story ist der... Boah, mit Corazon. Puh. Das war auch mies. Das war wirklich mies. Starship, lieber für deinen 19. Sub. Was, ja, Boy, schon 29 Monate, ja, Mann. Dankeschön. Trafalgar Law war richtig geil, gell, die Backstory. Einer der größten Ehrenmänner ist für dich, Marco, auf jeden Fall. Marco ist heftig. Die Musik gibt dir Naruto, weil deswegen Flöte. Die Musik in dem Spiel ist wirklich sehr gut. Ich
Senior Pink's Backstory war brutal. Der, das habe ich schon gesagt vorhin, aber der Kampf Senior Pink gegen Frankie, ich bitte euch, wie männlich war dieser Kampf. Danach haben sie legit, es hat sich so angefühlt, als hätten sie sich so hingesetzt und jeder hätte so erzählt, was abging bei ihm und so. Deshalb, Alter, Senior Pink. Am Anfang denkst du, was ist das für. Ich habe mir am Anfang gedacht, was ist das für ein ekliger Charakter? Was ein Lappen. Und dann, nach seiner Backstory. ADF. Ich habe alles zurückgenommen. Ich habe mich entschuldigt bei ihm. Das war. Boah. Hä? Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Warte mal. Warte mal. Kann ich das nochmal drehen? Ja, okay, wow. Ja, okay, jetzt. Wie Frankie die eine packt und küsst. Ace Tod war auch schlimm, definitiv. Meinst du diesen Senior Pink? Der aus Dressrosa. Danach Best Friends geworden, richtig cool. So richtige Bromance, ja, ja. Wenn ihr bei meinen Story-Highlights auf Instagram, ich glaube, die Zeit ist Story, bei dem, wo Vegeta drauf ist, von den Anime-Stories. Genau da, das Bild, ey, das ist crazy. Warte, ich zeig's euch gleich mal. Diejenigen, die es nicht wissen. Warte, was ist hier? Was muss ich hier machen? Ah, ja, ja, ja. Stimmt das so? Okay, das ist als auch schwächer geworden. Okay. Naruto JRPG Game vorstellen? Ja. Naruto Samaki Chui Date war ja. Gehen wir in die andere Richtung. So, warte, ich sag's mal. Gebt euch das hier. Bitte das. Alter, wie schräg, keiner weiß. Warte. Das ist krank. Als ich es gesehen habe. Das ist ein brutales Bild, ey. An der Bar einfach geile Nachts. Cover Story? Das war geil, gell? Das war echt geil. Enel Comeback, ganz ehrlich, von mir aus soll Enel wieder zurückkommen. Ungelogen. Wir haben viel zu wenig von Enel eigentlich gesehen. Wir hätten noch viel mehr sehen können. Das fühle ich. Ich wünsche mir für Jambo eine heftige Backstory von dem, von Marigots. Wo war ich? Wo man denkt, kein Wunder, dass der eine Revolution anführt. Ach, von Dragon, ja, ja, stimmt, Dragon. Von ihm wissen auch gar nichts einfach. Obitos Backstory auch. Obito, Kakashi, Rin. So oder so heavy. Das ist gespannt. Smiley-Eichhörnchen? Warte mal, hat er einfach eine Smiley-Frucht gehabt oder was? Wildes Smiley-Eichhörnchen. What? Dennis, was gab? Underrated, aber auch Herzschmerz war. Alter, Fischer Tiger ist brutal! Fischer Tigers Backstory ist brutal, Mann. Fischer Tiger. Was? In 8 Tagen schon ein neues Kapitel von Dragon Ball Super wieder? Ja, es sind noch sehr viele Backstories auf jeden Fall in One Piece.
Buggy auch, und auf Buggy bin ich auch gespannt. Hä, ich sehe nichts, was muss ich machen? So. Hä? Was? So. Dokkan Support anschreiben? Boah, gute Frage. Keine Ahnung. Google mal Dokkan Battle Homepage und dann, ob du da den Support anschreiben kannst. Oder übers Spiel, Alter. Aber du meinst, das ging bei dir nicht. So, was du meinst. Okay, da unten ist eins und hier ist eins. Jetzt mal kurz verschieben. Okay, eins noch. Kann ich da hoch? Ich kann auch da hoch, oder? Oh oh. Okay, Elektrokoloss. Ich meine, Ruffy hat sowieso Widerstand gegen ihn. Das ist gar kein Problem. Schauen wir, sehen da nicht aus. Oh Gott, der hätte fast keinen Mana mehr, Ruffy. Ups. Wir haben Ballern, sehr geil. Onigiri. Wir kämpfen jetzt dann nur gegen ein Fleisch, egal. Mal so, zack, zack. Null. Let's go. Let's go. Null. Okay. Gut, dann. Oh, die sind am. Jetzt wieder gerespawnt. Ja, die haben es alle gerespawnt. Yukuzo, Maeda. Seid ihr bereit? Das ist also der Donnerkoloss. Hört ihr die Musik? Okay. Blitze kontrollieren. Blitze können nichts anderes riechen. Das heißt, wir schicken dich vor. Hehehe, ist doch direkt weg. Ikuzo! Also, ich habe Vorteil gegenüber ihm. Das heißt, am besten hole ich. Also Nami, warte mal, was hat er für ein Typus? Tempo, ja. Das heißt, oh, Zoro und Ding müssen weg. Wo sind meine Kraftcharaktere? Sanji, rein. Chopper rein. Robin, yes. Jetzt machen wir mal brutalste Taktik. Gebt euch jetzt. Wir gehen erstmal. Ah, ich hab nicht mehr so viel Essen. Ah, ich hab nicht mehr so viel Mana mit denen. Müll. Achso, nee. Oh mein Gott, ich hab nicht mehr alle Fähigkeiten. Stimmt. 1, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 3. 36. Ich steuere das in ein anderes Gebiet. Brauch ich nicht. Umgumpistole. 1-4, das macht am meisten Damage und verbraucht am wenigsten. Yukuzo! Hallo, was? Hat er eine zweite Phase oder was? Haha! Ihm macht das einfach nichts aus, du Lappen. Komm her.
Gegen die Schulter des Ziels. Oh, mehr, Junge. Sag, alt. Was? Der muss so eine Zeit eine Phase haben, oder? Oder bin ich zu overlevelt schon? Auf geht's, Chopper! Apointo! GG. Oh nein! Da stand besiege den mit Ruffy. Ich depp, ich hab's nicht gemacht. LOL. Das war's. Oh, da stand besiege es mit Ruffy. Was hätte ich dafür bekommen? Mehr Erfahrung oder was? Einfach umgerotzt, ja, Mann. Dreams Phase 2. Oh, schau, was denkt ihr euch eigentlich? Ja, auf den kannst du gehen, das tut mich nicht. RF? Geht's gut, Langnase? アディオ。褒めすげえな。俺は小手小手の身の能力者。え、回復フルフォクターって。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。ザハンドフォークです。あれは前の服。あれ?最も生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。 腕は2本しかねえからな。だが、俺の視界に対する攻撃なら、ことごとく防いでみせるぜ。さあ、俺が一緒の時は、攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。すげえ、ワスピ、ツァン、イヤムソロ。助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。 うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。です。ちょっと待って、トラッツンにし。リムが迷惑をかけたワビの代わりさ。なあ、何だ?おお、それボンベ?こいつはアディオ。いや、珍しい物を拾ってな。あ、そう?間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。 何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか。いいな。 Einfach ein Dragon Ball. Na, was wird? Kern des Donnerkolosses erhalten. Okay. あ、見てください。 スモーカーさん。 Tashigi hat der Smoker geschickt? Hey, Tashigi ist ja auch so eine Sache. Meint die Tashigi ist Zoros Kindheitsfreundin, nur sie hat ihr Gedächtnis verloren? Keiner checkt durch, die sieht einfach aus wie sie. Smoker, Legende, einfach Kettenraucher. Er war einfach schon gelb und blass, hat er es gesehen? Erste Kost gefallen, wichtig. Das kam unerwartet, was willst du machen, wenn er aus irgendeinem Grund aufwacht? Warte mal, erste Kost gefallen, ist vier Koloss oder was? Weil einer liegt jetzt. Naja, das würde Ärger bräuchten, aber noch ist der Deckel ja drauf. BD. Kehre zu Adios Haus zurück. Oh. Kann ich da wieder rein? Macht Sinn, 4 Arcs, 4 Kolosse. Stimmt, du hast recht. Aber, warte, wir haben schon einen. Wir haben jetzt schon einen. Und es gibt ja noch, was gibt's? Alabasta, Dressrosa, Water 7, Marineford, kann das sein? Ist er noch dann 5 oder nicht? Warte mal ganz kurz, hier mal gucken, ob ich den Cross wieder besiegen kann. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit, aber mich stört es. Ich habe das zu spät gemerkt. Da stand doch, ich soll ihn mit Ruffy besiegen.
Und mich interessiert, was wäre dann? Das war doch so eine dramatische Szene. Danach kommt am Ende immer cool. Ist es deswegen gewesen? Nein, ich muss nicht mehr. Der ist nicht mehr da, oder? Der Koloss. Oder? Achso. Ne, das ist die Vollversion. Ey, lass mal kurz gucken, Leute. Marty, wie lange der Kampf dauert? Könnt ihr den mal besiegen? Ah, der ist immer noch nicht besiegt. Was ein Moveset. Ja, ein bisschen leveln. Wow, einfach erschreckt. Ne, der Koloss ist nicht mehr da. Ah, okay. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Dann gehen wir raus. Und ich würde sagen, wir könnten tatsächlich hier auch für den dritten Part einen Schlussstrich ziehen. So, dann machen wir eine kurze Pause im Stream, aber im Let's Play sehen wir uns dann auf Part 4 wieder, würde ich sagen. Lass mich kurz draußen ankommen, kurz die Lage abchecken. Wir müssen ja wieder zurückkehren. Speichert. Speichern tut es automatisch zum einen. Aber zum anderen kann ich auch an den Säulen da speichern. Das habe ich noch nicht gemacht. Wo ist denn der Ausgang jetzt hier? Hallo? Da ist wohl der Ausgang, oder? Ah. Alef? Wo bin ich hier? Bang. Hä? Hallo? Darf ich wieder raus? Yeah, okay. Ja, das Speicher hat gerade gespeichert. Ihr seht es nicht, weil ich davor bin. Ja, erstmal ganz kurz abchecken. Habe ich irgendwelche. Ach, warte mal. Ich hab weitere Juwelen bekommen. Weitere Accessoire. Was ist das? Kraft des wilden Todes Eichhörnchens. LP 160. Krank. LP 200. Ja, das hat sogar so vier Slots hat das. Kraft des Donnerkolosses. Ah, da kann ich das verstärken? Oh, ich habe schon ein bisschen was bekommen, ey. So, warte mal, ich kann Ruffy richtig OP machen, wisst ihr das? Feuerelementschmuck, was ist das? Verbrennen anwenden, ein Würfelfragment, das seinen Angriffen Feuer hinzufügt. Willst du mich verarschen? Nur effektiv, wenn der zukünftige Typ eine Schwäche ist. What? Einfach Free Feuer? Woher? Wir können Ruffy eigentlich richtig OP machen, guck mal. Wir können einfach. Oh, wir geben Red Hawko. Red Hawk, Mini Red Hawk. Das können wir mit einem anderen geben. Der hat schon. Was ist das, was ich an der Hand halte? LP 160. LP? Nimm du einfach mal. Oh, da können wir auch richtig viel. Ah, ne, das ist ein großes nur. Die anderen sind alle nur groß. Okay. Gibt's doch jemanden, der keins hat? Ja, der Lappen. Bitte mal leben. Warte, ich bin gerade rausgekommen. Warte kurz. Was habe ich noch hier, was niemand hat? Angriff hätte ich einmal noch. Auf. Hat noch einer? Zorro hat nichts, oder was? Hä? Nicht ersetzen. Ah, der hat dasselbe schon, okay. Wer hat noch nichts? Okay, ich meine, bekommt noch Frankie und Brooke, dann kann ich das denen geben. Okay, Leute. Oh, jetzt hätte ich Haki nach dem Kampf nicht eingesetzt. Ich hoffe, da war jetzt nichts. Also, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you